Ja, herzlich willkommen hier zum Interview bei der Geldfrau. Ich bin Dani Partum und ich habe mich kurzerhand bei Michael Mari eingeladen. Michael Mari ist Paartherapeut und ein Geldversteher. Danke, dass ich da sein darf, Herr Mari. Herr Mari hat ein ganz spannendes Buch geschrieben, das heißt Liebes Geld. Ich halte es mal rein, obwohl man es nicht so gut sieht. Darum geht es im Grunde um das Verbessern unserer Beziehungen. Und darüber will ich heute mit ihm sprechen. Herr Mari, Sie schreiben hier im Untertitel: Vom letzten Tabu in Paarbeziehungen. Worin besteht denn dieses Tabu genau? Naja, das Tabu besteht darin, dass man besser dieses Thema Geld angeblich nicht anspricht, wenn man sich liebt, weil Geld und Liebe ja nichts miteinander zu tun hätten. Also da macht man dann einen großen Bogen um mehr als um Sexualität. Paare können heute viel leichter über Sexualität reden als über ihre finanziellen Angelegenheiten. Woher wissen Sie das? Ist das Ihre Erfahrung? Das sind Ergebnisse von der soziologischen Forschung, wo das also der Forscherin aufgefallen ist, dass die Paare ganz locker und gerne auch über den Sex reden, aber dass ihnen die Worte fehlen, wenn sie über Geld reden. Und das muss man, denke ich, wörtlich nehmen, weil da fehlen wirklich die Worte. Weil meist kommt dann, wenn der Partner sagt, lass uns mal über Geld reden, dann kommt irgendwie, aber wieso, wir lieben uns doch. Okay. Ja, oder was hat denn Geld und Liebe miteinander zu tun? Ja? Und viel mehr als die meisten ahnen. Das fängt ja schon beim ersten Date an. Ne? Wer bezahlt die Rechnung? Genau, wer bezahlt die Rechnung? Die selbstbewusste Frau zahlt dann in der Regel zumindest beim ersten Date wahrscheinlich selber. Aber beim zweiten dann vielleicht eher nicht. Ja, schönes Beispiel dafür, dass es schon von Anfang an schief gehen kann. Weil es ist ja ein kommunikativer Vorgang, eine Beziehung. Ja? Also eine Beziehung ist die Geschichte der gegenseitigen Reaktionen aufeinander. Und wenn die Frau sagt, also ich bezahle meins selbst, und sie sagt das vielleicht auch noch entsprechend offensiv, dann denkt er vielleicht, na, die will nichts mit mir zu tun haben. Also man weiß ja nie, wie der andere das auffasst, was man sagt. Eine gute Möglichkeit wäre zu sagen, wie machen wir das denn hier mit dem Geld? Zahlen wir getrennt, zahlen wir zusammen? So, kann ich dich einladen oder willst du mich einladen? Oder wie? Also man könnte es einfach locker ansprechen und dann hätte man schon das erste Tabu nicht aufgebaut, sondern sagen, worauf einigen wir uns. Man spricht darüber. Warum fehlen uns denn die Worte beim Geldgespräch? Naja, weil Beziehung ist heute eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Früher gab es Beziehungen, das war eine Versorgungsgemeinschaft, da ging es nicht um Liebe, da ging es auch nicht um Freundschaft, sondern da ging es nur um Partnerschaft, also Verlässlichkeit. Kinder großziehen, wirtschaftliche Gemeinschaft. Eine Versorgungsgemeinschaft, also der eine verdient Geld, der andere kümmert sich um den Innenbereich, traditionell meistens die Frau, heute ist es oft andersrum. Also ein rein partnerschaftliches Verhältnis, wo jeder seine Pflichten hat und jeder seine Leistungen erbringen muss, seinen Teil beitragen muss, das wird dann auch verglichen. Mhm. Und da spielt Geld ja auch schon rein. Nur ist heute Beziehung aber noch viel mehr. Heute soll Beziehung Partnerschaft sein, sie soll Freundschaft sein und sie soll Liebe, leidenschaftliche Liebe sein. Ja. Und jede dieser drei, sagen wir mal, Liebesarten, partnerschaftliche Liebe, freundschaftliche Liebe, leidenschaftliche Liebe, hat eine andere Logik. Aha. Was also in dem einen Bereich funktioniert, zum Beispiel Verlässlichkeit, hat mit der emotionalen, leidenschaftlichen Liebe nichts zu tun. Ich kann ein total verlässlicher Partner sein, trotzdem hat mein Partner für mich keine Leidenschaft. Also Verlässlichkeit produziert keine Leidenschaft. Oder ich kann sehr freundschaftlich lieben, also am Wohl des anderen interessiert sein. Ja. Dadurch begehrt er mich aber nicht mehr, sondern er sagt, toller Freund. Ja, okay. So, man hat also diese drei Bereiche in der Beziehung, die sollen heute alle unter den Hut der Beziehung, aber drei verschiedene, wenn man so will, Logiken, nach denen gehandelt werden kann. Mhm. Und dann, wenn man das jetzt aufs Geld bezieht, muss man sagen, na, dann gibt es offenbar auch drei verschiedene Geldarten innerhalb einer Beziehung, nämlich Partnergeld, Freundesgeld und Liebesgeld. Und das Liebesgeld bezeichnen Sie als das heiße Geld, das Freundschaftsgeld ist das warme Geld und das Partnergeld ist das kühle, kalte Geld. Nee, das kühle Geld. Das kalte Geld ist das Geld. Ah ja, okay. Ne? Geld ist in die Welt gekommen, um Geschäfte zwischen Fremden zu ermöglichen. Mhm. Also ich verkaufe Ihnen was, Sie kaufen das, wir sind entschuldet, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Wir gehen unsere Wege. Wir schulden uns auch nichts. Kein schulden Gefallen, nix, kein Liebesdienst, kein nichts. Gar nichts. Mhm. So, sobald Geld jetzt den Boden einer Paarbeziehung betritt, kann es nicht kalt bleiben. Sonst wird die Beziehung kalt, dann wird eine Geschäftsbeziehung daraus. Das hat dann gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Ja. So, jetzt betritt sie also den Boden einer Beziehung und dann geht es immer darum, was für ein Geld ist es denn jetzt, über das wir gerade reden? Ist es Partnergeld?
Dann geht es darum, dass es einem Leistungsausgleich dienen muss. Zum Beispiel, ich bleibe jetzt zu Hause, um die Kinder zu betreuen und mein Partner verdient das Geld. Der verdient das Geld, aber welchen Ausgleich kriege ich dafür? Ich als Frau. Als Frau oder als der Partner, der, sagen wir mal, Karriereknick in Kauf nimmt oder den Beruf hinten anstellt. Mhm. Wenn mein Partner karrieremäßig abgeht, welchen Ausgleich kriege ich dafür? Also auch materiell, geldmäßig. Das heißt, welche Altersvorsorge wird für mich aufgebaut zum Beispiel? Wäre das das Partnergeld? Das, wie das geregelt wird, es muss der Leistungsausgleich muss passieren. Ne? Mhm. Also die nicht geldwerte Leistung, wie die Erziehungsleistung oder die Fürsorgeleistung oder was auch immer, die muss auch ausgeglichen werden im Materiellen. Also sollten wir auseinandergehen, will ich eine Wiedergutmachung für meinen Verlust, den ich in Kauf genommen habe. Ja, für den Leistungsverlust dann. Für den Einkommensverlust. Genau. Du hast deine Karriere gemacht, ich habe meine zurückgestellt, ich finde keinen guten Job mehr. Ja. Wenn du gut verdienst, so, das kann man vorher regeln. Das heißt, es geht um Ausgleich, es geht um Verlässlichkeit, es geht um Vertragsverhältnis. In der Ehe ist ein Vertrag, das vergessen immer die meisten. Ne? Stimmt. Ja. Ich habe ja schon Klienten hier gehabt, die sagen, wieso, ich habe keinen Vertrag geschlossen. Ich bin zwar verheiratet, aber gesagt, dann haben Sie jetzt nicht vom Finanzamt, vom Standesbeamten unterschrieben. Ah doch, ja, stimmt, ja. Ja, was haben Sie denn da unterschrieben? Ja, weiß ich auch nicht so recht. Ne? Manche wissen dann, dass sie vielleicht... Manche wissen dazu vielleicht, dass sie eine Zugewinngemeinschaft haben oder sowas. Ja, aber auch da, man kann ja heute das auch frei regeln in einem Ehevertrag. So. Ja. Bei der anderen Geldform, beim Freundesgeld, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Wohlwollen und Teilhabe. Die Logik ist Teilhabe. Dann geht es also darum, ich habe sehr viel Geld, meine Partnerin hat sehr viel weniger, ich fahre gern an tolle Orte zum Urlaub, sie können sich das gar nicht leisten. Also lasse ich sie daran teilhaben. Ohne es groß zu thematisieren? Nee, man muss das schon, also gerade der es nimmt, sozusagen die Teilhabe in Anspruch nimmt, der sollte schon sagen, ja, was ist das denn jetzt? Muss ich dir das jetzt zurückzahlen? Kommst du mir nächste Woche damit, dass du, wann kriege ich mein Geld zurück oder so? Ja, also da muss man Abmachungen treffen. Okay. Die letzten Endes zu einem Ausgleich von Geben und Nehmen führen. Sie bringen in Ihrem Buch ein ganz interessantes Beispiel dazu, dass der Mann seine Freundin oder Frau genau zum Urlaub einlädt, sich aber dadurch ein bisschen mehr sexuellen Kontakt erhofft. Ja, das ist dann die Vermischung der Geldarten und der, sagen wir mal, der Liebeslogiken. Also nur weil ich jemanden an meinem Vermögen teilhaben lasse, wird er mich nicht mehr begehren und habe ich auch keinen Anspruch auf sein Begehren. Ja, okay. Also beim Freundesgeld geht es um das Glück des anderen. Mhm. Und ich bin bereit, ihn daran teilhaben zu lassen, auch an der materiellen Seite meiner Ressourcen. Okay. Und dann gibt es das Liebesgeld, das ist das heiße Geld. Also wir hätten jetzt kaltes Geld außerhalb der Beziehung. Mhm. Dann das erste Geld, was in der Beziehung eine Rolle spielt. Wer zahlt die Miete, wer kauft ein, wer verdient das Geld. Das ist kühles Geld und das ist deshalb kühl, weil man da wirklich knallhart verhandeln muss. Ja. Da muss man Standpunkte beziehen. Wie im Geschäftsleben. So wie im Geschäftsleben oder so wie zu Zeiten, als die Ehen noch arrangiert wurden von den Verwandten. Die haben ja auch um die Mitgift und um alles Mögliche geschachert. Um die Versorgung. Ja? Und stimmt, das ist auch richtig so. Ne? Deshalb muss man sagen, das ist kühl. Okay. Mhm. Und das ist, da muss man auch nicht freundlich sein, sondern muss man sagen, nee, warum soll dir das Haus allein gehören? Ich zahle die Miete genauso ab. Genau. Ja, und ich will und nicht, wenn wir gehen, dann gibst du mir die Hälfte, sondern ich will im Grundbuch stehen. Ja, also da muss man schon ganz klar auf Sachen, gerade wenn es um Vermögen geht, sogar notariell beglaubigen lassen. Natürlich, genau. Und dann darf man sich nicht verblüffen lassen, damit ich dachte, wir lieben uns. Ja. Man kann ja auch antworten dann zu sagen, naja, gerade deshalb können wir doch wunderbar das machen, weil wir uns lieben, schadet der Vertrag uns doch gar nichts. Ne? Wenn der Mann dann das Argument bringt, wir lieben uns doch, dann spielt er im Grunde auf das heiße Geld an, richtig? Er will das Thema raus haben. Er spricht auf das Tabu an. Er will, dass das tabuisiert bleibt, was in seinem Vorteil ist. Ja? Und da darf man eben auf keinen Fall drauf eingehen. Sonst sieht man hinterher in Kürze. Nicht zufällig sind eben die meisten von der Altersarmut bedrohten Frauen und Alleinerziehende, meistens auch Frauen. Ja. Ne? Heute nicht mehr nur noch, aber immer noch in der Überzahl. Ne? Also das dritte Geld, das dann gibt, das ist das Liebesgeld, das ist heiß, das verdampft. Das ist geschenkt. Okay. Wenn der Mann sagt, nee, der Urlaub, natürlich zahle ich den, das ist geschenkt. Und er kommt
hinterher und sagt, danke, ich hier mein Geld wieder. Dann kann man immer sagen, nee, nee. Geschenkt ist geschenkt. Ne? Okay. Und dafür kriegst du auch nichts wieder. Okay, also das Liebesgeld schenkt man tatsächlich immer her. Der Erwachsene wirklich keine Ansprüche drauf. Nee, da darf den Schuh darf der andere sich nicht anziehen. Und wenn jetzt aber einer sagt, ich habe dir doch diesen Porsche vor die Tür gestellt und du willst überhaupt nicht mal mit mir schlafen, dann passiert genau das, dass die sagen wir mal, diese drei Ebenen, dass die schräg gehandhabt werden. Also es wird schräg. Ja. Ja. Was hat das eine damit zu tun? Der Porsche, das ist ein schönes Auto, aber deswegen begehre ich doch niemanden. Ja? Nee. Und der hat das ja auch nicht, er kann ja nicht mal sagen, das war eine Freundestat, weil er hat es ja nicht gemacht, um mir was Gutes zu tun, sondern um dafür Begehren zu ernten. Also im Grunde genommen hat er versucht, ein partnerschaftliches Arrangement zu treffen, Sex gegen Fleisch. Würde man jetzt sagen, wenn man es auf die Uhrzeit, auf die pristinen Gesellschaften bezieht, wenn man sagt, Sex gegen Fleisch, ist ein Deal, den man hier überall beobachten kann. Meistens sehr viel ältere, wohlhabende Männer und flotte Frauen, die mit einem dicken Porsche Cayenne rumfahren. Wenn beide Seiten damit glücklich sind, man muss nur klar sagen, wenn man das bespricht, genau. Ist ein Deal, ja. Ist halt eine andere Form von Deal. Ist eine partnerschaftliche Liebe, wenn man so will. Hat mit Freundschaft und Leidenschaft nichts zu tun. Okay. Die Gefahr, der Nächste könnte noch reicher sein oder die Nächste könnte noch jünger sein. Wie merke ich denn nun, in welchem Geld ich gerade mit meinem Partner bin oder über was ich eigentlich finanziell mit ihm reden möchte? Ich finde es sehr logisch, wie Sie das aufteilen, aber ich finde es auch so im normalen Umgang. Das Partnergeld, das finde ich relativ klar, aber zwischen Liebes- und Freundschaftsgeld zu unterscheiden, fällt mir ein bisschen schwer. Wie merke ich das? Merke ich das an einem unguten Gefühl oder haben Sie irgendwie so Tools oder Gedankengänge, wo Sie sagen, also da geht es mehr in die Richtung, da geht es mehr in die Richtung? Ja, oder ist es einfacher, als ich denke? Der erste Punkt, darüber zu reden, ist schon mal, wenn das Thema überhaupt auftaucht. Mhm. Also wenn einer sagt, komm, lass uns ein dickes, ich hatte einen Fall hier, die hatten eine bestimmte Summe gespart, das Paar, und er wollte ein großes Auto kaufen. Und da wären eigentlich 3/4 von dem Geld weg gewesen. Das ist sein Spaß. Und er hat das dann immer argumentiert damit, also gesagt, ja, aber das macht mich so glücklich. Also er spricht auf Freundesgeld an. Ne? Mhm. Gönn mir das doch, es macht mich glücklich. Ne? Und wenn man sich blöffen lässt und nicht in der Lage ist zu sagen, was ist denn mit meinem Glück? Mhm. Ja? Genau. Also dann merkt man schon auch, hier geht es anscheinend nicht nur, hier geht es nicht um mich, sondern anscheinend ums Glück des anderen. Mhm. Oder wenn zwei Hobbys haben, ein teures, ein weniger teures, und der andere sagt, ja, aber dich macht halt das andere glücklich und mich halt das Tore glücklich. Da muss man gucken, wo ist da die Grenze, mit der man wirklich das Gefühl hat, hier findet ein Ausgleich von Geben und Nehmen statt. Und hier werde ich nicht ausgenommen. Ja. Und dann kann man ja Regelungen treffen. Dann kann man sagen, du, dein Hobby ist deine Privatsache, mein Hobby ist meine Privatsache. Wir haben 500 Euro übrig, kriegst du 250, krieg ich 250. Dann kann jeder auf seine Weise für sein Glück sorgen, für sein Freizeitglück, sagen wir mal. Ne? Das heißt, unser Gefühl gibt uns schon die richtige Richtung und bemerkt zumindest, irgendwas läuft gerade nicht so rund. Also sobald die eine Unsicherheit und natürlich auch ein Ärger. Mhm. Also ich würde so sagen, je eher ein Paar auch über diese Aspekte ihrer Beziehung redet, je eher finden sie heraus, wie ihre Beziehung tatsächlich gestrickt ist. Ob sie partnerschaftlich, freundschaftlich, leidenschaftlich oder alles oder nur zwei von den Dingen ist. Und dann kann man sich darauf einstellen. Also wenn zwei zum Beispiel feststellen, sie lieben sich inniglich und heiß und sie sind auch am Glück des anderen interessiert. Aber sobald sie ein gemeinsames Projekt anfangen, zum Beispiel nur eine Wohnung, es scheitert schon an der Einrichtung, es scheitert am Geld, es scheitert an der Größenvorstellung, dann können sie sagen, ja, wir können uns doch lieben, wir müssen nicht zusammenleben. Ja. Wir müssen keine Wohnung zusammen haben. Okay. Das geht ja heute alles. Ja. Und dann erfährt man, offensichtlich, wir streiten uns über nichts, aber über das Partnergeld. Mhm. Da streiten wir uns. Mhm. Ja, müssen wir denn jetzt diese Wohnung zusammen haben? Nee, müssen wir nicht. Die Regelung entsprechend der Beziehung treffen. Okay. Sagen, okay, wenn wir eben keine partnerschaftlich besonders ausgeprägte Verbindung miteinander haben, dann sollten wir auch keine partnerschaftlichen Projekte gemeinsam anfangen. Das heißt aber, wenn ich ein partnerschaftliches Projekt als Frau möchte, ich spreche ja vor allen Dingen auch Frauen an auf meinem Kanal, wenn ich eine Partnerschaft haben möchte, also tatsächlich Familie, das geht ja nicht ohne Partnerschaftlichkeit, Kinder, auch ein Rückzugsort vielleicht, um eine andere Karriere noch mit aufzubauen und dem anderen das natürlich auch möglich zu machen, dann
Sollte ich oder muss ich diese Dinge voransprechen, bevor ich in die Ehe oder in eine Beziehung gehe mit diesem Mindset, ich möchte gerne Haus und Kind und so? Aber natürlich, ich erinnere mich gerade an ein Paar, das hier war, die sind zusammengezogen, ohne verheiratet zu sein und haben nicht darüber gesprochen, wie das jetzt mit Miete und Einrichtung der Wohnung läuft und sind darüber auseinandergekommen, haben sich darüber zerstritten. Hätten die sich vorher darüber unterhalten, dann hätten sie vielleicht noch viel länger gewartet mit dem Zusammenziehen oder sie hätten es gelassen und hätten einfach auch eine Beziehung mit getrennten Wohnungen haben können. Ne? Also gerade aber, wenn man jetzt sagt, wir gehen rechtsverbindliche Verträge ein, also Wohnungsverträge. Ja? Wer bleibt in der Wohnung hinterher? Ne? Na klar. Wem gehört die Einrichtung? Wer zahlt wie viel, wovon? Und so weiter geht es ja. Wie ist es mit dem Einkauf? Ne? Mhm. So schräge Regelungen, wo dann nicht drüber nachgedacht wird, sind zum Beispiel ein Paar war hier, nö, das läuft bei uns ganz gut. Na, ich sag nicht, weiß nicht, sagt sie. Also die Regelung war folgende. Er zahlt den Urlaub und sie zahlt die Einkäufe. Ja. Und dann haben wir mal aufgeschrieben, was das so ist. Dann stellt sich raus, sie zahlt dreimal so viel wie er. Ja, ja, so einen ähnlichen Fall. Aber beide sitzen da und sagen, nee, bei uns ist das gut aufgeteilt. Ja? Eine sagt, naja, vielleicht doch nicht so. Und da muss man aber auch den Mut haben zu sagen, das sprechen wir jetzt mal an. Und wenn der Partner sagt, das ist doch gerecht, dann sagt du, wenn das gerecht ist, kannst du ein Problem machen. Das ist ab jetzt umgekehrt. Genau. Ich zahle den Urlaub, du die Einkäufe. Mhm. Und dann wird man sehen, wie der andere schnell gesprächsbereit wird. Man darf bereit wird. Man darf sich halt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt mir das aber so vor, dass Frauen eher genau aus diesen Liebesdingen heraus, ich möchte die Liebe nicht mit etwas Schnöden wie Geld belasten, dass sie dann eher in der negativeren oder in der Nachteilsposition sind. Naja, so? Sie lieben romantischer, aber so ganz selbstlos ist das nicht. Das ist nur eine Fehlkalkulation. Ja? Fehlkalkulation. Gutes Wort. Weil sie erwarten, wenn sie nett sind, sage ich jetzt mal, dass sie dafür geliebt werden. Okay. Und fair behandelt werden. Mhm. Und das erweist sich dann oft als Trugschluss. Mhm. Hinterher. Ja. Also das Wohlverhalten würde entsprechend auch honoriert werden. Mhm. Das mag am Anfang so aussehen. Aber wenn dann die Spannungen oder wenn die Trennung im Raum steht, dann beurteilt jeder das Alte nach der eigenen Interessenlage. Ne? Und dann steht man da. Also lieber vorher und dann lieber das Risiko eingehen, oder was heißt die Chance eingehen, zu sagen, über dieses Thema finden wir sehr gut heraus, wie unsere Beziehung, welche Qualität unsere Beziehung hat. Reicht sie für über das Reden mit dem, über das Reden mit über Geld? Ja, klar. Mhm. Und zwar, jetzt, wo es uns gut miteinander geht und wir uns lieben, sollte es doch viel einfacher sein, über Geld zu reden, als wenn wir anfangen, uns in die Haare zu legen. Genau. Ne? Deshalb soll man ja am Anfang einen Ehevertrag machen oder Regelungen treffen. Und dann hat man eine Chance, dass man dann direkt eine fairere Regelung trifft, als hinterher und dann noch Anwälte beschäftigt. Ja. Müssen wir Frauen uns ein bisschen an die Nase zapfen und sagen, also ich möchte da ein bisschen tougher werden? Kann man das überhaupt sagen? Ich möchte da auch meine Interessen eher vertreten. Naja. Aber wenn ich so eine romantische Seele bin, dann ich finde das ist bestimmt auch schwierig. Nein, man darf nicht, man muss das anders. Man muss diese drei Begriffe haben. Man muss sagen, wenn es um kühles Geld geht, dann bin ich kühl. Okay. Wenn es um warmes Geld geht, bin ich warm. Und wenn es um heißes Geld geht, schenke ich, bin ich heiß. Aber ich lasse mir doch von dir nicht erzählen, dass es nur eine Sorte von Geld gibt oder dass, wenn wir hier über Geld reden, wir unsere Liebe zerstören oder dass das nächste Jahr, so muss man sagen, nee, Moment mal, über welches Geld, wie meinst du das, was du jetzt sagst? Wie meinst du das, dass du jetzt den dicken Wagen kaufen willst und dann nur noch wenig Geld übrig bleibt. Ist das ein Ausgleich? Siehst du das als Ausgleich für eine Leistung, die du erbracht hast? Er sagt, ja, vielleicht ja, ich habe auch die ganze Zeit gearbeitet. Und sie sagt, ja, und ich habe die ganze Zeit halb gearbeitet und mich um die Kinder gekümmert. Ich habe genauso viel geleistet wie du. Wieso sollte dir mehr zustehen? Ja. Also ist schon mal klar, es handelt sich an dem Fall dann nicht um Partnergeld. Bei ihm steht nichts zu als Ausgleich. Er hat nicht mehr geleistet. Nee. Also Freundesgeld, ja, okay, ich weiß, dich macht so eine dicke Kiste glücklich. Ich shoppe gern, mich machen teure Kleider glücklich, sagen wir mal. Oder mein Hobby. Oder ein anderes Hobby, Reisen zum Beispiel. Ja. Mich macht Reisen glücklich, da bleibt mir aber zu wenig. Also du bist an meinem Glück, wenn du dieses Geld für dich beantwortest, nicht so interessiert, wie du willst, dass ich an deinem Glück interessiert bin. Ausgleichung geben und klappt. Okay. Nicht, ne? Man kann eine Regelung treffen, dass er sagt, okay, dann kaufen wir jetzt das dicke Auto und danach sparen wir den gleichen Betrag für dich oder wie auch immer. Ja. Damit du reisen kannst. Okay. Oder so. Also es findet sich im Ausgleich im gegenseitigen Wohlwollen ein Ausgleich. Mhm. Oder man sagt,
Wie siehst du das? Soll das ein Geschenk sein, dieses dicke Auto für dich? Also, nee, ich verschenke dann, kein Auto. Ja, ja, dann würde das auch wieder. So ein Größeres bin ich ja nicht. Ja. Und so kann man das dann schon regeln. Und wenn die Paare das nicht scheuen, also ich höre ja oft das Argument, ja, dass drei Begriffe, nicht nur Liebe und Geld, sondern Partnergeld, Freundesgeld, Liebesgeld, das ist aber auch kompliziert. Mhm. Na, ich muss dann immer lachen. Ich muss sagen, Gott, wenn ihr ein wichtiges Thema da besprecht, dann braucht ihr vielleicht ein paar Stunden, maximal einen Tag. Ja. Vielleicht gestreckt über eine Woche mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da. Wenn ihr nicht drüber redet, braucht ihr Wochen. Ja, ja, ja. Oder Monate. Es ist ein Eintritt in ein neues Denken und sich aneignen neue Worte und ein bisschen neues Denken. Oder zumindest das Denken anders einordnen. Ja, und es ist vor allem eine Anerkennung des Faktes, dass heute, wenn zwei ein Paar sind, zwei Individuen sich lieben. Mhm. Zwei Getrennte, da bleiben zwei Getrennte. Mhm. Und deshalb ist ja die eigentliche Empfehlung oder eine sehr wichtige Empfehlung, über die Dinge, sag mal, so zu sprechen, dass man vom Ende her denkt. Was, wenn wir auseinandergehen?